Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So. Ah ja, so, beim letzten Mal haben wir ja sehr lange gebraucht, um die blöde Fee. Nee, die Be Fee ist nicht blöd, aber die Fee auf jeden Fall fertig zu befreien, ein bisschen, also herauszulocken quasi. Und jetzt. Ach nee, Quatsch! Wo ich gerade wieder auf den Stall zugereist bin, da war ja. Da war ja noch was. Wir müssen ja noch hier irgendwo die Jägerbande in der Zwillingswand ausmachen. Bin mal gespannt, wo die ist. Am liebsten würde ich eigentlich von oben da runter gehen und das dann alles absuchen. Ach, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? War knapp. Nein. So. Das passiert leider nicht sehr selten. Nicht selten. Leider, leider. So. Könnte denn. Ich war hier theoretisch sogar schon mal, deswegen wundert es mich, dass ich das dass hier noch ein Jägerversteck sein soll. In der Zwillingswand. Da das Ding Zwillingswand genannt wurde, würde ich auch nicht behaupten, dass das irgendwo anders am Zwillingsberg ist, außerhalb wirklich hier in der Wand. Das Konzept vom Zwillingsberg finde ich übrigens sehr cool. Man kann Hateno von hier schon sehen. Voilà. Entschuldigung. Kann ich eigentlich hier mit was machen? Naja, mir auch gewundert. Ist zu steil zum Eintauchen. Nee, geht ja noch gar nicht. Wir gucken jetzt noch mal ganz kurz. Ja, wobei ganz kurz ist halt schwierig bei dem großen Berg. Wenn man von der anderen Seite aus hochgeht, also da, wo es nicht so steil ist, dann kann man da ja relativ einfach hoch. Wäre, glaube ich, am smartesten. Theoretisch könnte man jetzt auch mit Nachttempo arbeiten, aber. Ich habe übrigens, glaube ich, bislang immer noch nicht herausgefunden, ob Nachttempo stackt. Also mit normalem Tempo. Oder ob Nachttempo. Also, ja. Ich habe, glaube ich, in Breath of the Wild nie wirklich viel mit Nachttempo gearbeitet. Deswegen bin ich mir da gar nicht sicher. An mich.
Klettertempo gibt es aber tatsächlich immer noch nicht als Trank. Aber der Klebtrank ist schon ganz nett. Die Wolken nerven gerade hart. Haben die beim Schlachtfeld ein bisschen aufgeräumt? Eigentlich? Das hier war ja damals das richtige riesige Schlachtfeld. Ein bisschen Boden gut machen. Einfach es doch wäre, wenn man Soras Kleidung hat, aber ich habe das Gefühl, dass wir zu den Soras erstmal noch gar nicht hinkommen. Ich bin hier doch vor gar nicht mal so langer Zeit noch hochgekraxelt. Das war doch einfacher. Habe ich gerade den beschissensten Punkt zum Klettern benommen? Hank muss ich jetzt aber nicht mehr nehmen, oder? Ich muss echt Ausdauer essen. Unangenehm. Es nervt mich voll, dass hier keine Schreine auf der Spitze sind. Aber das war so, es ist wahrscheinlich so, so ein fieser. Ah, was soll ich sagen? So, keine Ahnung, so ein fieser Seitenhieb. Ach! Ach! Da ist sogar tatsächlich Zelda. Das ist wahrscheinlich irgendein Jäger, der sich als Zelda verkleidet hat. Da ist also nichts, wenn man nicht vorher die Quest angenommen hat. Denn da war ich schon. Da in diesem Zwischenraum und da war nix. Sagen wir, machen einfach mal Bumm, oder? Das hat weniger gebracht als erhofft. So. Ernsthaft? Tallinn, was soll denn das? Ich glaube, wir haben einen Stein. Das ist brav. Ob ein Stein von einem silbernen Moblin, von einem silbernen Bockblin, Bonusschaden macht. Au. Ja, guck dir das doch mal an. Auch mit Zeldas normaler Robe und allem. Link, du hast mich gefunden. Ich bin Zelda. Du kennst mich doch noch, oder? Ich wusste, dass du kommen und mich retten würdest. Bitte hilf mir, diesen Käfig zu entfliehen. Hab ich gerade einen Stock über? Ja, schön. Du musst es wirklich sein, Link, wenn es dir gelingt, einen derart massiven Käfig zu bewegen. Aha! Ich dachte doch, dass mir was ins Netz geht, wenn ich Zelda als Köder verwende. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so ein dicker Brocken sein würde.
Keine Sorge, sobald wir Zelda finden, schicken wir sie unverzüglich zu dir. Also, alle mal herhören. Link war so nett, uns mit einem Besuch zu beehren. Auf ihn! Das war so klar. So, Dieses Mal lassen wir dich noch davonkommen. Aber nächstes Mal gibt es kein Pardon. Darauf kannst du dich verlassen. Gefasst machen. Hallo Kollege, da bist du. Was? Du bist also auch hier, ja? Hä? Wieso ist an meinem Stiel nix? Das Ivarok-Herz wurde nicht. Ach, das Glassirok-Herz wurde nicht geladen. Hä? Ist ja fies. Ich hätte so das Gefühl, dass diese Zwillingswände irgendwas mit den Zwillingsbergen zu tun haben könnten. Also bin ich hergeflogen, um da einmal nachzuforschen. Leider war ich nicht sehr erfolgreich. Also, wie läuft's bei dir so? Hast du schon etwas herausgefunden? Moment mal! Das bedeutet also, diese Zeilen waren nur eine Falle der Jägerbande, um dir die Flügel zu stutzen? Aber sag mal, warum sind die denn hinter dir her, Kollege? Naja, viel wichtiger als das. Am wichtigsten eigentlich ist, dass die Prinzessin nicht wirklich entführt wurde. So, Kollege, damit sind wir nun zwei Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Hier für dich, Nesthäkchen. Das ist aber noch nicht alles. Kletis hätte auch noch etwas für dich. In der Färberei von Atheno. Du weißt schon, in Nekluda arbeiten sie jetzt wohl auch an Stoffen. Du kannst bestimmt schon die ein oder andere Idee hast, dass man damit anfangen kann, auf jeden Fall. Fettgedruckte und Buchstaben, jetzt bist du vollwertiger Teil des Kletis Kuriers. Klebert. Entschuldigung. Boah, das hätte Kletis auch ein bisschen direkter zum Ausdruck bringen können. Also noch einmal, Kollege, mein allerherzlichstes Willkommen in unserer Mitte. Ich werde gleich damit beginnen, einen Artikel über die Wahrheit hinter dem Geständnis der Jäger zu schreiben. Abflug! So, puh. Na, guck mal, da ist das Herz, ja. Und einmal. Ich hab den Käfig gerade einfach dematerialisiert. So eine Macht haben wir. Okay. Damit wäre das geklärt. Wenn wir uns gleich nach Kakariko teleportieren. Nee, ist ja doof, dann haben wir kein Pferd. Wir haben so. Quatsch, wir haben sowieso kein Pferd, weil wir da ja durch den Abgrund müssen. Ist der noch blau? Der ist noch blau, ne? Ja, dann interessiert er uns nicht. Gut. Was war denn hier nochmal? Ja, egal. Was war denn hier nochmal? Ach ja, genau, die Konstrukte. Ich bin froh, dass wir Kakariko mittlerweile auch schon so weit durch haben. Dann gehen wir jetzt mal in die Höhle da. Das war eine ziemlich große Höhle. Kann auch sein, dass sie eine große Höhle ist, aber nicht viel dahinter ist. Aber ich würde sie trotzdem gerne einmal mit euch begutachten. Hier kommt man ja doch easy über die Berge. Habe ich mir dann so Sorgen gemacht? Meine easy going auf die Himmelsinseln. Ja, da habe ich mir noch nie, da habe ich mir bislang noch keine richtigen Gedanken gemacht, wie wir die Himmelsinseln erkunden wollen.
So, nicht nur haben wir hier eine ziemlich interessant aussehende Spitze, bei der ich mir noch nicht sicher bin, was wir damit anstellen wollen. Na, guck mal, ein Krog. Ja. Ja, da freut er sich. Ja. Ist irgendeine abgebrochene Spitze, die ja jetzt ins Wasser gefallen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier eine ziemlich krasse Höhle. Mit einem ziemlich fetten Horrorblindenlager hier. Also das da sind, glaube ich, weiße, ach, normale. Und dann haben wir noch einen blauen Horrorblind. Die Fotos von den Viechern habe ich aber alle, ne? Ernsthaft? Ja, gut. Da ist noch ein schwarzer Horrorblin. Ja? Ein Eisenholzstock. Den hätte ich schon ganz gerne. Ich glaube, ich schmeiß mal das Ritterschwert. Mal die Synthese auflösen. Eine Glassirock-Lanze ist schon so das Top-Ding, was Items angeht. Als ob man selbst mit Rutsch Festigkeitsstufe 3 noch rutscht. Was ist das denn für ein Quark? Ach so, man rutscht wahrscheinlich beim Springen, aber nicht beim normalen Klettern. Da gibt's Sinn. Die Zeit, da sind wir noch gut dran. Lanze mit Sashin Großschwert. Es ist eine Königslanze, oder? Oh mein Gott. Boah, was schmeiße ich denn für eine Königslanze weg? Ja, wahrscheinlich das Ding, ne? Oh, weg mit dem Sashin Großschwert. Nice, eine Königslanze. Muss ich auf jeden Fall dran denken, danach ein Foto von zu machen. Oh Mann. Ja, okay, eine Lanze bei perfektem Ausweichen benutze ich selten, weil die Lanze ist ja eher dazu da, dass man ihr aus der Entfernung angreift, wo man seltenst auf perfekte Ausweichen angewiesen ist. Das heißt, eine Königslanze ist eher so vom Effekt so, ist okay. Vor allen Dingen beim perfekten Ausweichen bringt dir der Reichweitenvorteil ja eh nichts, weil du ja sowieso deine Hits setzen kannst. Aber ich glaube, du kannst im Ausweichzyklus am meisten angreifen von allen Waffen. Weil du halt immer nur so zack, 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 zack machst. Das ist noch ein Elektroschleim.
So. Welche Waffe nehme ich denn jetzt hier? Ah, doch. Ein Ishin-Bogen. Ishin-Bögen kann man nie genug haben. Aktuell haben wir noch nirgends einen Punkt, wo man sich, sie sich nachholen kann. Ich habe die Hoffnung, dass der Gerudo-Bogen, der auch so gut funktioniert, dann später erhaltbar ist. Aber bis dahin muss man halt schauen. Dass ich den Prügel unbedingt als Hammer nutzen muss, ist ja auch schon wieder deprimierend. Oh, passt. Ich will ihn am liebsten als mächtige Waffe benutzen. Geht halt nicht. Wobei, ich müsste den tatsächlich schonen, weil ich damit ja die Glassyhawks noch töten will. Am Ende dieser Aufnahme. So, da ja natürlich keine Strömung ist, haben wir ein bisschen ein Problem. Aber theoretisch sollten wir mit unserer Ausdauer ganz gut eigentlich rüberkommen. Aber machen wir es mal. Ein Zwischending. Seht ihr, war gar nicht nötig. Die andere Seite noch was? Nee. Scheiße, ist diese Höhle groß. Also viele Höhlen sind so Pipifax. Da gehst du rein, machst ein bisschen was und dann ist vorbei. Aber so, das ist schon wieder so eine, die kann man auch gut in der Folge zeigen. Die ist riesig. Da hast du viel zu erkunden. Passiert eigentlich? Macht das ja nicht bumm, wenn ich das angreife? Und da lohnt sich halt auch wirklich mal in der Folge das Ding zu erkunden. Das ist bei anderen Höhlen halt nicht so. Das trifft sich sehr gut. Ich wollte dich, ich brauch dich eh. Du bist ein nee, du bist ein Schwert, verdammte Axt. Oh, ein Hammer. Ja, das wird schadenstechnisch echt kacke. Ich hätte gern ein bisschen mehr. Aber sei es drum. Du Nervenviech, du. Nein! Oh! Warum? Ach ja, weil es hier rutschig ist, verdammte Axt. Kriege ich dich überhaupt besiegt ordentlich? Habe ich noch nie ausprobiert. Ja. Also das geht nur beim Biwarock, aber das scheint bei seinem Kollegen auch noch zu funktionieren. Natürlich krieg ich Schaden. Scheiße, den Falten. Zum Glück hat man so ein bisschen Invincibility. Ich habe echt Pech, ne?
Er ist ein Hammerschwert. Das wollte ich jetzt nicht riskieren. Vor allen Dingen, weil ich die Haltbarkeit von der Waffe auch nicht so aufgeben möchte. So. Apropos Haltbarkeit, das ist jetzt natürlich doof, aber dann nehme ich einfach den Ritter Zweihänder. Mit dem Viech sollte ich ein bis zwei Glassirocks besiegen können. Und die bapp ich dann an die Lanzen. Und dann habe ich wieder ein Waffenarsenal, das ich eh nicht verbrauchen werde. Weil bis dahin ist schon wieder Blutmond. Ist schon irgendwie so ein Teufelskreis. Der gar nicht so teuflisch ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ach ja. Ist ja kein Magnet mehr. Früher war die einzige Möglichkeit, Holzkisten aus dem Wasser zu holen, entweder indem du die kaputt machst und dann einfach nur den Loot daraus holst. Das wollte ich jetzt nicht. Oder indem du halt mit dem Frostmodul da so eine Säule drunter gemacht hast. Geht jetzt natürlich nicht, weil wir kein Frostmodul mehr haben. Gucke mal. Da habe ich nicht drauf geachtet. Fast ersoffen. So, damit haben wir den Höhlenausgang hier auch nochmal markiert. Das war mir sehr wichtig. Und das reicht mir jetzt auch. So. Dann machen wir uns jetzt auf Richtung Kakariko. Und bereiten uns auf jeden Fall schon mal vor. Das war auf jeden Fall eine schöne Folge, was Progress angeht. Wir haben die Höhle geschafft, die schicke. Wir haben die Zelda-Quest noch gemacht. Und das war, hätte ich jetzt gesagt, schon unterhaltsam. Ich hätte es mir angeguckt. So. Dadurch, dass ich die Räder alle ausgegeben habe, kann ich mir auch immer neue holen. Ja. Zwei Räder waren das, ne? Räder. Ja, voll falsch. Warum sagt mir das denn wieder kein? Dann machen wir jetzt hier am Feuer mal eben Schluss für heute. Okay, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge für heute? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal reisen wir jetzt finally Richtung, wie hieß denn der Berg nochmal? Egal, krieg ich schon raus. Hoppala.
glaube ich, in den letzten Folgen noch gar nicht passiert. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Und ja. Tschüss.